Ja, gut, dass ich heute auf Pepper Woods versus Zombies reagiere, weil meine Augenringe sagen, ey, alles klar, das sind 3 Tage und du verwandelst dich am nächsten Vollmond zum Zombie. Ich bin gerade kurz davor, mich zu verwandeln. Hallo? Video? Moment. Jetzt. Oh. Ich hasse das, wenn man Häuser gegen Kopf bekommt, ne? Passiert mir immer wieder. Immer wieder. This is sensational news. There is an outbreak of an unknown virus all over the world. Sieht ganz normal aus. Turns everyone into zombies. Ach, Quatsch. Behind you can see a destroyed city engulfed in chaos. Also, das ist immer so. Ja, klar, man kann es übertreiben. Man kann jetzt sagen, eine zerstörte Stadt, ne? Aber. Bisschen Farbe dran an die Stadt, bisschen Holzverkleidung und dann sieht sie wieder wie neu aus. Ganz ehrlich, also man kann es auch übertreiben und die paar Zombies, mein Gott, hab schon genug Zombies gesehen, die paar Zombies erschrecken mich auch nicht mehr. Ja, ich weiß es. Ich zieh ja weg. God, what do we do now? Don't worry, Mommy Pig, I have a gun. Oh, cool, we're gonna shoot zombies. Das immer, ne, immer. Das sind Problemlöser, ne? Also, wenn du ein Problem hast, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, die Omi hat dich wieder ausgeraubt, die Omi-Gang, ne? Hol dir eine Wasserpistole, hol dir eine Gun, ne? Und spritz sie mit Wasser nach, nass. Das ist Problemlöser, ne? Das erste, auch immer, wenn ich einen Streit oder sowas hab, ne? Klar, Gun, ne? Willkommen in Amerika, ne? Hast du ein Problem mit einem, keine Ahnung, mit einem Chef? Ja, Gun, ja, natürlich. That's right, Pepper. Follow me. Look what I have. Oh yeah, this baby's gonna blow their brains out. Pepper, this is for you. Thank you, Dad. Jetzt will ich mal ganz kurz wissen, für was ist der Schalldämpfer dran? Also, das interessiert mich jetzt nie, ob ich einen Zombie abschieße und dass die Leute in der Umgebung hören. Also, sorry. Und in Amerika, da hörst du jeden Dorkenschuss, ne? Also, da brauche ich auch keinen Schalldämpfer. George, catch it. George doesn't know how to use a gun. Ja. Hast du kein Fortnite gespielt oder was? Now George knows how to use a gun. All right, kids, let's go kill zombies. Where are you going? Wir wollten rausgehen und ein paar Zombies töten. Alles gut, wir haben jetzt Waffen und mach dir keine Sorgen, wir sind heute Abend, wenn Essen da ist, sind wir wieder da. Keine Angst, wir ganz normal. Ne? Sag schon mal zu meiner Frau, ich töte ein paar Zombies. Thank you, Mom. Pepper, look, Zombies, aim and shoot. Okay. Aim for the head. Watch oh, out. Oh, 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 oh. Pepper, you're a loser. No. Das war, ja. Das hat mich jetzt schon berührt. Ist das aber nie eigentlich, also nicht böse gemeint, aber das ist schon ziemlich diskriminierend, ne? Also wenn hier irgendwann mal dieser Pilz, der Ameisen, dazu bewegt, dass die Ameise auf dem Blatt klettert und die Ameise dann von Vogel gefressen wird und so weiter und so fort. Und dann geht der Zyklus wieder, ne? Fängt er wieder von vorne an. Bibabo. Wenn der Pilz sich irgendwann mal genmodifiziert, ne? Ah, das Wort hab ich gelernt. In Minecraft. Nee, aber, also, das ist schon ganz schön diskriminierend, ne? Was ist denn, wenn ich mich jetzt in Zombie verwandle? Muss ich dann Angst haben, dass ich abgeschossen werde? Nee, will ich nicht. Lass mich doch als Zombie leben. Ne, dann werde ich runtergehen, dann werde ich sagen, hier, also zum hier, wie das ist, glaube ich, jetzt Bürgeramt oder so. Ja, ich brauche jetzt einen neuen Ausweis, bitte schreiben Sie Zombie hin. Ne? Also, weiß ich nicht. Muss man alles immer gleich totschießen? Ja, eigentlich schon. Ja. So mach ich das ja in COD auch, ne? George, it's your turn. Shoot! Great job! It's time to go home. Like and subscribe, please. Ganz normaler Tag.
Das ist ein ganz normaler Tag bei mir in der Umgebung, ne? Die Leute gehen raus, schießen Zombies ab und gehen dann wieder nach Hause. Die Frau badet und es gibt Döner. Ne? Ganz normaler Tag. Hab ich schon öfters gesehen. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen diskriminierend. Warum muss man Zombies töten? Ne? Also da habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwann mal zum Zombie werde. Also, braucht ja nicht mehr viel, ne? Der nächste Vollmond ist bald und ich werde dann zum Werwolf-Zombie. Ne? Muss schon Angst haben, dass ganz viele Leute auf mich schießen? Ja, muss ich. Ist das toll? Nein. Und wer ist dran schuld? Die Filmindustrie. Finde ich nicht schön. Finde ich nicht schön. Diskriminiert, Mann. Ja, nee, dann verwandle ich mich in was anderes. Nee, hab keinen Bock. Ich wollte jetzt eigentlich mich in einen Zombie verwandeln, aber wenn ich gleich abgeknallt werde, finde ich irgendwie scheiße. Nee, dann doch lieber Vampir, ne? Ja. Ich hab genug Blut zu Hause, ne? Ja, machen wir so, ne? Würde ich so. Ja, ich werde mich jetzt in den Sarg legen und schlafen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt doch bitte das Originalvideo an. Lasst Liebe da, Kommentare da. Watch and Down. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.